Flashmob und Tanzeinlage auf einer Beerdigung? Geschmacklos, denken Sie? Nicht so auf der Trauerfeier von Sandy Wood. Die 65-Jährige verstarb tragischerweise an Krebs. Jedoch war ihr letzter Wunsch offensichtlich keine Traurigkeit auf der eigenen Bestattung. So heuerte Woods vor ihrem Ableben die Tanzgruppe Flaming Feathers an, um die Stimmung der Trauergäste zu heben. Und das scheint zu klappen. Nach anfänglicher Verwunderung bei den Anwesenden schaffen es die vier Tänzerinnen, die Trauergemeinschaft sogar zum Klatschen zu animieren. Dabei performen sie zum Queen-Klassiker Another One Bites the Dust. Dieser Auftritt war eine von mehreren Überraschungen, die Sandy Wood zu Lebzeiten arrangiert hatte. Über 10.000 Euro ließ sie sich ihren Abschied kosten. Eine unbezahlbare Verabschiedung von ihren Liebsten, bei denen sie nun sicherlich unvergesslich in den Herzen bleiben wird.